Marke, die sehr stark ist. Es heißt auch Eisernes Pferd. Die Bedeutung von Eisernes Pferd ist für mich Kraft. Kraft, allein stehen, nach vorne gehen, egal was das Leben bringt, trotzdem dagegen gehen und im positiven Sinn einfach weitermachen. Mein Partner und ich, ja, wir machen einfach coole Klamotten für Leute, die wirklich auch selbstbewusst sind, so wie wir. Wir haben bestimmte Farben und bestimmte Feelings, die wir jedes Mal mitnehmen. Und dieses Mal ist es natürlich diese Army-Feeling, also diese Army-Farbe. Wir haben natürlich auch viel Schwarz, Leder. Letzte Kollektion waren wir schwarz-weiß. Da wollen wir ganz deutlich da sein mit unserem großen Logo, große Marke. Und diesmal haben wir so ein bisschen eine kleine Army gebaut von Menschen, von Leuten, die selbstbewusst sind und nach vorne gehen. Frauen und Männer mit gleichen Kräften. Das heißt, der Mann ist nicht stärker als der Frau und andersrum auch nicht. Und deswegen haben wir auch diese Army-Farbe genommen als, ja, als eigentlich so ein Push für uns alle, dass wir das Gleiche anziehen können und die gleiche Kraft haben können. Mann oder Frau. Ohne, dass es zu feminin ist für den Mann oder zu maskulin für die Frau. Deswegen sind wir so ein bisschen gender-free. Aber trotzdem, wie gesagt, immer mit den Kraft nach vorne, immer Cavallo de Ferro.